Die SG LVB Leipzig ist Tabellenvierter und die angriffslustigste Mannschaft der Liga. Kein Team hat mehr Tore geschossen als die Messestädter, doch Pirna ist abwehrstark, überzeugt gerade zu Hause mit einem kompromisslosen Deckungsspiel. Vor 400 Zuschauern stand gerade er immer wieder im Mittelpunkt. Mario Persin hielt in Halbzeit 1 viele Bälle, reagierte flink und ließ nur 9 Gegentreffer zu. Ein Spitzenwert, vielleicht auch, weil Mario Persin gute Karten hat, in der kommenden Saison weiterhin die Nummer 1 im Loktor zu sein. Sven Gradwohl, der zweite Schlussmann, saß gegen Leipzig 60 Minuten auf der Bank. Gradwohl hat den Verein um Vertragsauflösung zum Saisonende gebeten. Er wird vom Zweitligisten DAFK Leipzig umworben. Die Mannschaft aber zeigte sich vom Vertragspoker unbeirrt. Stark in der Defensive, klug im Angriff, setzte sich das Hasel-Team bis auf 3 Tore ab. 12:9 die Halbzeitführung, verdient, weil Pirna auch aus dem Rückraum traf und die Angriffe geduldig ausspielte. Ich glaube, dass die Jungs auch jetzt schon mehr angespielt sind, dass die Konditionen besser drauf sind. Und von Technik her muss ich auch von Balltechnik da, wo wir, wenn ich mich erinnere, gegen Rimba zu Hause oder gegen Münden da 21 technische Fehler geleistet haben. Das haben wir so abgestellt jetzt. Und ja, da sehe ich, dass wir uns jetzt verbessert. Auch im zweiten Durchgang hielt Pirna dagegen. Doch nach 40 Minuten schmolz der Vorsprung. Leipzig drückte aufs Tempo und wechselte zur richtigen Zeit auf der Torwartposition. 10 Minuten vor Spielende, der Ausgleich 19:19 und die Gäste obenauf. Diese Mannschaft aus Leipzig, die spielen so eine schnelle Handball, die geht immer, die laufen nach vorne. Und dann, ja, heute war ein bisschen anstrengend und dann, Kraft gefällt so einfach. Der Nachteil einer dünnen Kaderdecke wird in Pirna mit Leidenschaft kompensiert. Trotz größter Not behielt die Mannschaft stets die Nerven. Ein bärenstarker Jiří Havlat verwandelte schwierige Bälle. Der 21-jährige Nils Jürschke übernahm Verantwortung und hielt das Team im Spiel. Die Saison spiele ich ja ein bisschen mehr und das hilft natürlich mein Selbstbewusstsein. Und ich weiß, dass ich relativ gut werfen kann. Und Peter sagt auch immer, wirf ruhig. Und wenn ich mir die Bälle nehme und dann geht der erste nicht rein, dann sagt er, ja, musst du anders werfen. Dann habe ich den zweiten reingemacht und dann kommt das Selbstbewusstsein. Ja. Diese Lokmannschaft bringt eine neue Qualität nach Pirna. Teamgeist. Oft fehlte dieser gerade zum Ende der Meisterschaft. Gegen Leipzig aber verhalf er Pirna zu immerhin einem Punkt. Nach 60 packenden, hart umkämpften Handballminuten trennten sich beide Teams unentschieden. 24:24, weil Pirnas letzter Angriff daneben ging. Was der Lok fehlte, bringt einer ihrer Besten auf den Punkt. Lucky. Bisschen lucky. Das Unentschieden gegen Leipzig ist für Pirna ein Punkt Gewinn im Kampf um den Klassenerhalt. Für Kreisläufer Gaspar Martins war es definitiv das letzte Sachsen-Derby dieser Art. Er wird Pirna zum Saisonende verlassen und in seine Heimat zurückkehren. Spannend bleibt derweil die Personalie Gradwohl. Aber auch hier deuten die Zeichen auf Abschied. Wohl auch, weil Pirna einen Top-Torwart auf der Gehaltsliste streichen will.